Traffic-Alarm. 5 Uhr früh. Benjamin Krause hat mal wieder im Wald geschlafen. Und haben Sie schlafen können? Ja, ein wenig. Und wie ist es jetzt? Ja, jetzt immer wach. Der junge Mann ist freiwillig bei den Panzergrenadieren im Bayerischen Wald. Die Wehrpflicht ist ausgesetzt. Kein Deutscher muss mehr zur Bundeswehr. Was bringt junge Menschen dazu, dennoch eine solche Verpflichtung einzugehen und eines Tages womöglich das Leben zu riskieren? Also müssen Sie nur antreten, gell? Einige Wochen zuvor. Dennis Popp ist gerade vom Wochenende daheim zurückgekehrt. 3,5 Stunden Bahnfahrt hat der 20-Jährige aus Amberg hinter sich. Andere Rekruten kommen aus Hamburg oder Aachen und brauchen noch viel länger. In der Bayerwald-Kaserne in Regen werden die jungen Freiwilligen zu Panzergrenadieren ausgebildet. Noch stehen sie am Anfang ihrer 3-monatigen Grundausbildung. Auch Benjamin Krause ist angekommen. Ihn und Dennis Popp dürfen wir in den nächsten Wochen begleiten. Durch die ganze Stauder fahren 9, gute 5,5 Stunden. Ja. Mhm. Es ist anstrengend, herzig fahren, aber es geht. Man freut sich dann abends auf sein Bett und seine Dusche eventuell noch. Aber ansonsten, es geht. Jeder der Rekruten hat einen sogenannten Buddy, also einen Partner in der Stube. Das hilft bei der Eingewöhnung. Zudem ist es die Grundlage für das, was die meisten als wichtigstes Motiv für ihren Dienst bei der Bundeswehr nennen: Kameradschaft. Sie ist im Ernstfall überlebenswichtig. Auch in der Stube von Dennis Popp wird eifrig gepackt. Erneut steht eine mehrtägige Übung im Wald an. Das Wochenende daheim bei der Familie ist schnell verdrängt. Das ist mein Zuhause einfach. Ich bin ja hier öfter, als was ich daheim bin. Also kann man auch sagen, die Stube ist eigentlich schon fast wie die zweite Familie. Weil wenn ich so rechne, ich sehe die fünf Tage lang, 24 Stunden. Dann ist halt wieder eine ganz andere Gemeinschaft, sag ich mal. Es wird ernst. An diesem Tag rücken die Rekruten aus ins Truppenübungsgelände. Gruppe 6, hier zu mir, auf geht's. 3 Tage im Wald inklusive Übernachten. Früher für viele Wehrpflichtige eine Qual. Für den Freiwilligen Benjamin Krause eine erwünschte Herausforderung. Während der Schützenpanzer Marder vorausrollt, marschieren die Rekruten zu Fuß hinterher. Mit vollem Marschgepäck. Zelte, Schlafsäcke, Essbesteck, Munition, Waffen. Außerhalb der Kaserne geht es in Gruppen weiter, stets in Kampfbereitschaft. Die Idylle täuscht. Laut Übung befinden sich die Panzergrenadiere nicht im Urlaubsgebiet Bayerischer Wald, sondern in Feindesland. Noch ist es Training, doch am Ende steht Afghanistan. Wir machen das jetzt auch nicht so zum Spaß eigentlich. Also das ist jetzt nicht hier so ein Bootcamp. Also ich sag mal so, wenn ich in Auslandseinsatz komme, würde ich natürlich vermeiden, dass ich in ein Fallgefecht komme. Aber wenn es halt dann soweit ist, möchte ich natürlich bestmöglich vorbereitet sein. Und dafür sind halt die Übungen nicht schlecht. Klingt aber nach 5 Wochen schon ziemlich entschieden. Es ist nicht so, dass ich zur Bundeswehr komme und davon nicht wusste, was ich machen will hier. Also mein Opa ist selber 8 Jahre lang Ausbilder gewesen. Mein Vater ist in der Army. Also ich weiß schon ungefähr, was sich mit mich erwartet. Da rein, genau. Hier in Stellung gehen. Die Ausbilder überprüfen jeden Schritt ihrer Schützlinge. Warum ist es hier besser? Weil ich hier gleich abgesenkt bin. Genau, das ist ja schon eine vorbereitete Stellung. Wenn eine da ist, dann muss man sie nicht in den Baum legen, sondern direkt in eine vorbereitete Stellung. Und immer darauf aufpassen, bevor sie irgendwo hinlegen, dass die Stellung auch passt, sonst müssen sie 3-4 Mal aufstehen. Ja. Inzwischen ist es ganz schön heiß geworden. Es geht auf Mittag zu. Man hat viel an, ja. Viel Gepäck dabei. Aber es geht. Wie viel tragen Sie da? 38 Kilo sollen es mal sein. Während die einen Stellungen ausheben, bauen die anderen bereits die Zelte für das nächtliche Biwak. Alles in Gefechtssituationen, stets bereit für einen plötzlichen Angriff. Noch ist vieles neu. Jeder Handgriff muss geübt werden. Können Sie sich vorstellen, dass die theoretisch in einem Jahr in Einsatz müssten? In einem Jahr noch nicht, weil wir sagen, wir müssen erst gut ausgebildet sein, auch mehrmals nicht nur auf dem Standardübungsplatz, sondern auch auf dem Truppenübungsplatz im Gefecht gewesen sein oder in der Gefechtsausbildung, im scharfen Schuss, weil entscheidend auch für den Einsatz das Zusammenwirken der kleinen Kampfgemeinschaft ist, aus einer Gruppe. Und wir können nicht riskieren, dass wir hier unerfahrene Leute in Einsatz schicken, die unter Beschuss dann Fehler machen. Kostet dann eben Leben oder Verwundung.
kämpfen für Deutschland, auf dem Balkan, am Hindukusch. Junge Soldaten können nicht mehr einfach einberufen werden als Wehrpflichtige. Durch die Reform ist die Bundeswehr stärker denn je herausgefordert, sich als attraktiver Arbeitgeber anzubieten. Also gehen die Werber der Truppe auf die Leute zu. Staatsfeldwebel Markus Hauff hat für seine Sprechstunde einen Raum im Rathaus von Grafenau angemietet. Zwei frisch gebackene Abiturienten sind interessiert. Bundeswehr, Soldat sein und Studien zu verbinden, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, wegen des Gehalts hätte ich dann die Möglichkeit, dass ich ohne Jobben oder sonstiges, dass ich mich nur ganz auf mein Studium konzentrieren. 1.600 Euro gibt es auf die Hand, vom ersten Studientag an. Einer der Abiturienten würde gern zur Luftwaffe gehen, zum Beispiel als Fluglotse. Stabsfeldwebel Hauff hat gleich das passende Video parat. Immer stärker setzen die Bundeswehrwerber auf die Faszination der Bilder, auch im Internet. An den Standorten mit Zukunft finden sie noch genügend Bewerber. Arbeitsplatzsicherheit, Karrierechancen und gute Bezahlung locken gegen alle Risiken. Wir haben jetzt fertig gehabt, das sind jetzt 6 Jahre. Bevor wir überhaupt den Einsatz gegangen haben wir noch in Afghanistan, haben wir woanders. Was kommt dann auf uns zu? Das wissen wir noch nicht, aber das ist ein Risiko, das sich einzugehen lohnt. Sagt der potenzielle Offiziersanwärter. Dennoch gibt es Nachwuchsprobleme seit dem Aussetzen der Wehrpflicht. Es fehlt halt ein bisschen an der Masse, an den Mannschaften. Irgendjemand muss ja den Panzer fahren. Ja? Die Karrierechancen sind halt da eingeschränkter, wenn ich in der Mannschaftslaufbahn bleibe. Ja? Wenn ich halt Unteroffizier, Gesellenebene, Feldwebelmeister, wenn ich mich weiterentwickeln kann, da haben wir eigentlich schon gute Bewerbungen. Im Mannschaftsbereich brauchen wir heute jetzt mehr, weil diese Wehrpflicht weggefallen ist. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45. Zurück in der Bayerwald-Kaserne in Regen, im ganz normalen Alltag. Nach dem Antreten werden die Dienste verteilt. Besonderes Augenmerk gilt der Materialpflege, ob Panzer oder Gewehr. 3 Stunden sitzen die Rekruten im Gang. Der komplette Vormittag geht mit Putzen drauf. Immer noch gibt es große Teile der Bevölkerung, die der Bundeswehr gleichgültig gegenüberstehen oder sie offen ablehnen. Ich denke mal, es ist auch so, man weiß ja dazu wenig über die Bundeswehr. Also die Bundeswehr wird ja teilweise heute noch in den Schulen nicht gerade willkommen geheißen. Also dass man da allein schon wieder im Einsatz, sonst solche Sachen halt einfach, dass man einfach zu wenig Hintergrundwissen hat von den zivilen Leuten hier. Also dass man einfach, denke ich mal, mehr in die Propaganda gehen müsste, dass man einfach mehr aufklärt, was machen wir, warum machen wir das überhaupt und was sind die Vorteile der Bundeswehr. Vorbei sind die Zeiten, wo Rekruten mit stumpfsinnigen Arbeiten wie Bodenschrubben mit der Zahnbürste schikaniert wurden. Der Umgang ist ziviler geworden. Schließlich kann es sich die Truppe gar nicht mehr leisten, die jungen Interessenten zu vergraulen. Auch die Toiletten müssen die Soldaten nicht mehr selbst putzen. Dafür gibt es einen externen Dienst. So manchem ist es dennoch zu viel. Nach den ersten Wochen haben einige Freiwillige in Regen den Dienst quittiert. Wieso sind eigentlich inzwischen nur noch 3 auf der Stube? Ein Kamerad hat einen Studiumsplatz bekommen. Also dem war das Studium dann lieber, das wollte er schon seit 2 Jahren haben. Und als der zweite ist in die andere Stube gegangen, weil er da sein bester Kumpel ist und er wollte unbedingt bei ihm sein. Das war dann auch sein Buddy für das Biwak. Wir waren, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher, aber ca. 60 Leute. Oder ja, auf jeden Fall 55 mindestens. Und jetzt sind wir gerade mal noch 43, 44 um den Dreh. So viele haben es aus privaten Gründen getan, also sei es Freundin, Familie. Ja, wenn man überlegt, manche kommen aus Hamburg. Also NRW, in der Richtung noch mal welche, da haben wir schon einige da. Ansonsten, naja, für manche war es einfach zu hart. Also die sind, was heißt zu hart? Ich meine, wir machen jetzt nichts krass Überforderndes. Bloß für die war es schon alleine schlimm, 5 Uhr aufzustehen und bis um 23 Uhr durchzuarbeiten. Und das ist halt nicht jedem sein Ding, aber ich weiß ja selber, nach der AGA wird es ja auch wieder erleichtert. Da habe ich auch geregelte Arbeitszeiten und dann muss ich ja mal 3 Monate durchbeißen. Und das haben halt viele nicht geschafft. Und vom anderen Zug sind mindestens genauso viele Leute gegangen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Draußen ist halt doch eine andere Welt. So mancher Freiwillige unterschätzt, was es bedeutet, einkaserniert zu werden. Weit ab von Freunden und Familie. Benjamin Krause ist in Köthen in Sachsen-Anhalt zu Hause. Hier hat er immer noch ein Zimmer bei den Eltern. Ja. Kann ich noch rein? Ja. Du hast ja keine Kamera,
Benjamins Eltern hätten sich auch etwas anderes für ihr einziges Kind vorstellen können als die Armee. Na gut, das ist damals auch so, man konnte auch so viel Zivildienst zu machen. War ja auch so. Man muss dem Kerl selber entscheiden, was er macht. Ich habe es ja nicht gemacht. Ich war Zivildienstleistender. Und er hat gedacht, er will dann zum Bund gehen. Also, er dachte, ist gut, muss ich gehen. Er wollte so, muss er selber entscheiden. Wir haben uns da nicht reingeredet. Irgendwie haben wir gedacht, was er machen will, soll er machen. Er ist doch mit Leib und Seele dabei. So wie er auch manchmal so erzählt, wenn er dann Freitag nach Hause kommt, erzählte, was so über die Woche passiert ist. Ja, er ist auch mit Leib und Seele dabei. Er erzählt mit Freude. Ja. Also, ja. Man merkt wirklich, er ist mit Spaß dabei. Mhm. Er hat wirklich Spaß daran. Bis jetzt. Mhm. Und wir hoffen, damit so bleibt. Dabei hatte Benjamin durchaus Alternativen zum Dienst bei der Bundeswehr. Gleich nach der Lehre als Mechatroniker bekam er einen Arbeitsplatz angeboten, in Köthen. Außerdem war er sehr erfolgreich in der heimischen Hockeymannschaft, spielte schon bei deutschen Meisterschaften mit. Dennoch gab er dies alles auf. Warum zur Bundeswehr? Ich weiß nicht. Uniform tragen? Nein. Vielleicht auch ein Teil, ja. Man wird da körperlich gefördert. Man sieht vielleicht auch die Welt, man geht auch in Einsatz. Ob es da immer schön ist, das weiß ich jetzt nicht. Ich war noch nicht. Aber es ist halt auch ein Unterschied, als Beamter zu arbeiten, als Bundeswehr zu arbeiten, als jetzt im Zivilleben irgendwie jeden Tag auch das Gleiche zu machen. Zum Beispiel jeden Tag als Verkäufer zu arbeiten. Das ist mir, wäre mir selber zu eintönig. Und bei der Bundeswehr ist schon wieder was anderes dann. Aber warum dann mehr als 500 Kilometer weit bis in den Bayerischen Wald? Warum nicht in Sachsen-Anhalt in eine Kaserne? Da waren Pioniere, die haben die komplett zugemacht. Ich weiß nicht, wo haben noch was gehabt? Halle hatten sie dann die Salzbataillon auch komplett zu. Also in unserer Umgebung ist eigentlich gar nichts. Erstmal viel weiter weg, die Hotels so und Burg irgendwo, dann die nächsten Dinger. Wo hätte er hingehen können? Es geht wieder zurück in die Kaserne. Mit Ende der Grundausbildung dürfen die Neuen auch mit Uniform zum Dienst fahren. Ungewohnt. Also, man wird schon beäugt von den anderen Personen, von Mitbürgern. Also, man merkt schon die Blicke auf einen. Ja. Mit der Entwicklung zur Berufsarmee geht auch die Befürchtung einher, die Bundeswehr könnte verstärkt Rechtsextreme anziehen. Man meint ja, im Osten ist das immer besonders schlimm hier bei uns. Aber naja, hier in Köthen eigentlich nicht, nein. Aber es wird schon ein paar geben, die da so fanatisch drauf sind, ja. Aber ich selber habe es noch nicht mitbekommen, so krass, nein. Auch die Sprecher der Bundeswehr wehren ab. Rechtsextremistische Äußerungen oder Handlungen blieben die Ausnahme. Kurz vor Abschluss der Grundausbildung wird es noch einmal ernst. Die sogenannte Rekrutenbesichtigung steht an. Jetzt müssen die jungen Freiwilligen zeigen, was sie in den ersten 12 Wochen gelernt haben. Die Hindernisbahn gehört zu den härtesten Übungen, besonders an einem heißen Sommertag wie diesem. Die Nacht zuvor haben die Rekruten im Wald verbracht und kaum geschlafen. Selbst der sportliche Benjamin Krause kommt an seine Grenzen. Das ist nur eine Kopfsache, das ist nur eine Kopfsache. Los, komm weiter jetzt! Jetzt ganz, ganz flach runter. Hopp, 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 hopp. Pass auf die Trageriemen auf. Genau, und jetzt komm hier wieder hoch. Komm, Gas, komm. Reiß dich zusammen, komm, auf geht's. Sind nur ein paar Meter. Dann hast du es hinter dir. Gas, komm. Komm, Gas, 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 Gas. Komm. So. Bugler? Ja. Ist das immer so hart? Ist das normal, ja? Ja, jetzt mittlerweile mit der Witterung, ja. Es ist 12 Uhr Mittag. Natürlich spielt das auch eine Rolle rein, der Schlafentzug. Die Gruppe ist jetzt doch schon ziemlich zusammengeschrumpft durch Ausfälle. Nein, muss man durch, ne? Soll man sagen. Das ist so. Komm, du bleibst unter 3 Minuten, sonst musst du das normal machen. Auch Benjamin schafft es. Und jetzt komm schon, beiß jetzt direkt 1 Meter. Komm schon, komm. Kurz durchschnaufen und weiter geht's an die nächste Station. Feuergefecht. Schießen mit scharfer Munition. Noch unter Anleitung und Aufsicht und nur auf Holzklappen.
Gut, abknien, Mündungszeit nach rechts, Waffe sichern. Hat irgendjemand noch Munition oder Munitionsteile von diesem Schießen am Mann? Gut, dann sind Sie hiermit entlassen. Die Gruppe übernehmen, zum Feldwebel Fideli führen. Der wird dann die weiteren Maßnahmen ergreifen und Sie der nächsten Station zuführen. Ist es eigentlich ein Unterschied inzwischen jetzt, ob Sie mit Wehrpflichtigen umgehen oder mit Freiwilligen? Der Unterschied zum einen ist natürlich, dass die freiwillig Dienenden eine andere Motivation haben. Also was Krankmeldung zum Beispiel angeht, da lässt sich feststellen, dass die Freiwilligen weniger krank sind als die Grundwehrdienstleistenden von vor 5 Jahren. Also der Unterschied ist auf jeden Fall signifikant. Aber sonst, denke ich, hat sich da nicht viel geändert. Und auf Marsch, ja. Langsam, Mündung zeigt nach vorne, langsam. Wir gehen nach vorne. Eine Höhe. Eine Gruppe wechselt die andere ab. Scharfschießen wird bei den Panzergrenadieren besonders forciert. Schließlich sind sie die Truppengattung, die bei Kampfeinsätzen am stärksten gebraucht wird. Doch, wir bleiben. Feuer. Cool. Dennis Popp ist heute nicht dabei. Am Wochenende hat er sich daheim das linke Handgelenk verstaucht. Die Übung fällt damit für ihn flach. Stattdessen muss er zur Krankenstation. Auch das gehört zu den Vorteilen bei der Bundeswehr. Krankenbehandlung, Medikamente, alles umsonst. Jederzeit, auch von zivilen Ärzten. Fertig. Die nimmst du mit. Tabletten. Nur selten haben die Freiwilligen tagsüber die Gelegenheit zu solchen Ausflügen. Dennis Popp genießt die kurze Pause in Zivil in der Altstadt von Regen. Dennoch, kurz vor Ende seiner 3-monatigen Grundausbildung steht für ihn fest, wohin er gehört. Man merkt auch eine Veränderung an sich selber, dass man einfach die Disziplin mehr am Tag legt. Man ist ja irgendwo nicht mehr Zivilist. Man ist ja 24/7, also 24 Stunden und 7 Tage der Woche ist mehr Soldat. Man geht auch ganz anders damit um. Also man hat auch ein eigenes höheres Ansehen, finde ich, wenn man stolz darauf ist, was man macht. Und das ist bei mir eigentlich schon der Fall, dass ich da mit Stolz dabei bin, zufrieden bin mit dem Beruf. Und das war ich ja zuvor wirklich noch nie. Auf dem Truppenübungsgelände werden die anderen Rekruten inzwischen auf ihren Ausbildungsstand überprüft. Bei der sogenannten Waffenkiste gilt es, Gewehre und Maschinengewehre schnell und funktionsgerecht zusammenzubauen. Spannschieber vorne lassen. Ja, woran liegt's? Das müssen Sie jetzt schon selber sehen, woran es liegt. Die Ausbildung ist personalintensiv. Gerade bei den Unteroffizieren und Feldwebeln kommen in solchen Übungswochen gut mal 70 bis 80 Arbeitsstunden zusammen. Unterwegs im Feindgebiet. Krauses Gruppe pirscht sich an eine feindliche Stellung heran. Ja, das ist die Panzerringstraße, die noch überläuft. Da oben entlang. Ja. Da oben haben wir dann wie so eine T-Kreuzung. Und da ist das Wäldchen, wo wir unterziehen. Ja, verstanden? Falls ich ausfall, alles in der linken Brusttasche bzw. linke Beintasche. Krause ebenfalls. Natürlich kennen die Rekruten die Berichte aus Afghanistan und die im Netz kursierenden Videos von Kameraden aus den Einsätzen. Wow! Wow, runter, runter, runter! Auch in der Ausbildung wird darüber gesprochen. Ja, genau, aus dem Dach! Von aus dem Dach! Von Dach haben die geschossen! Wenn dann die Situation da ist, ist es halt auch wieder ganz was anderes. Also ich weiß nicht, welche Ausbildung das mir erzählt hat, aber wenn es wirklich zum Gefecht, Feuergefecht kommt, von 100% der Soldaten schießen vielleicht 30% und 10% gezielt. Was ich auf der einen Seite natürlich auch verstehen kann. Ist ja klar, man hat Todesangst. Also ich meine, ich gehe nicht nach Afghanistan, um getötet zu werden. Und gehe auch nicht davon aus, dass ich jetzt zwingendermaßen ein Feuergefecht habe. Diese Bilder lassen ahnen, was die Soldaten dabei mitmachen, wie groß die Angst im Gefecht ist. 3 Bundeswehrsoldaten sterben an diesem Tag im Norden Afghanistans. Seit Beginn der Einsätze sind 100 Bundeswehrsoldaten im Ausland gestorben, mehr als die Hälfte davon in Afghanistan. Das Ziel an sich ist ja, dass wir auch helfen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt schießwütig oder ich bin da voll geil drauf, dass ich jetzt nach Afghanistan gehe und da hier mal
blöd gesagt, 2-3 Taliban abknallt, sondern der Sinn ist dahinter, dass man den Leuten da auch hilft. Und bei denen geht es da drüben ziemlich schlecht. Also das ist jetzt nicht nur Afghanistan, das ist ja genauso Kosovo. Und wer weiß, was mit Syrien in nächster Zeit ist. Also wenn da die NATO geht, dann können wir genauso davon ausgehen, dass wir auch gehen. Und dann wird es auch wieder einen Konflikt da geben. Und man versucht den Leuten wirklich zu helfen. Und also ich stehe da schon dahinter, was die Bundeswehr macht. Es ist nicht wenig, was die deutsche Gesellschaft den Soldaten abverlangt. Unter diesen Umständen gewinnt die Ausbildung auf dem Truppenübungsplatz noch einmal an Bedeutung. Kurze Rundumsicherung. Julia und ich, wir suchen die Feinde ab. Ja? Ihr Rundumsicherung mit Petersen zusammen. Der Feind hier in der Übung trägt blau. Petersen! Fertig machen! Jawohl. Hallo, komm! Alles auf einer Höhe! Die Ausbilder wissen, wie das in der Realität aussieht. Alle 2 Jahre gehen sie selbst in Kampfeinsätze für 6 Monate. Es ist also auch ihr ganz persönliches Interesse, die jungen Freiwilligen bestmöglich vorzubereiten. Wenn es hart auf hart kommt, hängt ihr aller Leben davon ab. Dass es natürlich gefährlich ist, das ist jedem bewusst. Und insbesondere jetzt Standard, wie wir mussten das ja letzten Jahres leidvoll erfahren, dass hier auch an Schaden an Leib und Seele letztendlich entstehen kann, bis hin, ja, dass man das höchste Gut gibt fürs Vaterland in Afghanistan. Das ist schon jedem bewusst, der darunter geht. Die Panzergrenadiere sind dabei ganz vorn dran. Rund 300 der zurzeit aktiven Soldaten aus der Bayerwald-Kaserne sind bereits im Kampfeinsatz gewesen. Über ein Dutzend wurde dabei verletzt. Und es gab auch Tote. Die Übung ist vorbei. Zum Abschluss der Grundausbildung werden die Rekruten zu Gefreiten befördert. Benjamin Krause und Dennis Popp haben natürlich viel von den Kampfeinsätzen gehört. Das ist Ihre Befördung zu Gefreiten. Auch von den Kameraden, die letztes Jahr dabei waren, beim bisher schlimmsten Anschlag. Am 11. Februar 2011 schoss ein afghanischer Soldat aus nächster Nähe auf Bundeswehrsoldaten. 3 Panzergrenadiere der Kompanie 112 starben. Die Trauerfeier auf dem Stadtplatz in Regen wurde bundesweit im Fernsehen übertragen. In der Region wirkt der brutale Anschlag bis heute nach. Ich war zu dem Zeitpunkt in Masai Sharif im Lager. Ich hätte eigentlich an diesem Tag im Hubschrauber rausfliegen sollen. An dem Open Horse, wo der Anschlag war. Das heißt, theoretisch hätte es auch Sie treffen können? Eher nicht, da ich von der Flugzeit her später die Landung geplant gewesen wäre. Der Zeitpunkt des Anschlags war ja dann letztendlich schon früher vormittags dann zur afghanischen Zeit. Über den Zeitraum war ich in Kunduz, im PHQ, im Polizeihauptquartier außen, war man in der Raumverantwortung. Wir haben am Anfang gar nichts gehört von dem Anschlag. Wir haben es bloß mitbekriegt, dass alle Telefonnetze gesperrt waren. Wir haben nicht raustelefoniert, dann haben wir schon langsam, ey, da ist irgendwas passiert. Dann am Abend haben wir selbst einen Anschlag gehabt. Ich war damals auf Abruf bzw. Bereitschaft. Dann hat es geheißen, ja, müssen wir raus. Da hat es Kameraden erwischt. Das war innerhalb von Sekunden ein Puls von 180 Adrenalin. Und ja, man reagiert oder handelt eigentlich nur. Das Ganze kam dann letztendlich erst nach Einsatzende, wenn man sozusagen ein bisschen runterkommt von der ganzen Einsatzbelastung, dann, wenn man zur Ruhe kommt, wie gesagt, dann kommt es eher dann wieder die Dimension dieses Anschlags oder was hier mit den Regner-Kameraden passierte, erst so richtig zum Tragen. Also bei mir persönlich war das so. Und das ist immer so, dass man einen Kameraden im Arm nehmen muss, ja? Wenn er vielleicht was nicht so verkraftet. Das ist einfach nur füreinander da sein. Und das muss man halt den jungen Kameraden auch beibringen, beziehungsweise zeigen, dass das wichtig ist.
Weil alleine schafft man nichts. Die feierliche Verleihung der Litze für die Waffengattung markiert den Abschluss der Grundausbildung. Panzergrenadier Benjamin Krause hat besonders gut abgeschnitten. Krause, mein lieber Mann, da haben Sie aber einen gerissen. Ganz starke Leistung mit Abstand. Ja, haben Sie sich hier vor Ihre Kameraden gestellt. Wirklich ganz stark. Machen Sie weiter so. 3, 2, 1, Feuer. Krause, alles Gute. Weiterhin. Ich habe mich anders erwartet. Ja. Kopf hat ja nichts mit der Schulter, sondern mit der Hand. Ja, eine Schusswunde, aber die halte ich aus für ihn nochmal zum Schluss. Die letzten zwei Tage natürlich gefehlt durch die Hand. Ja, ja, das war das Schlechteste, was passieren hätte können, Poppen. Ja, ich weiß. Aber okay. Dafür haben sie die Leistung gezeigt, während der Acker. Ja. Und deswegen haben sie sich genauso ihre letzten verdient. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wissen Sie, was auf Sie zukommt? Alles Gute. Danke. Bitte schön. Herr gratuliere. Danke. Dann geht's bei Ihnen. Ruf ich doch. Auch noch, ruf ich doch. Zu der Kompanie. Gilt das gleiche wie die Kameraden, ja. Nächstes Jahr. Denke mir, ja. Einsatzvorbereitung. Und dann zweiten Halbjahr Richtung Balkan, Kosovo. Ja. Auch nicht zu unterschätzen, der Kosovo. Wenn man die Presse verbringt. Ja, auf alle Fälle freut es mich, wenn man den Jungs in die Augen sieht und man merkt, dass ja, stolz sind und auch irgendwo zufrieden und glücklich, das Ganze bestanden zu haben, um dann jetzt ihre eigentliche Verwendung antreten zu können mit der bestandenen Grundausbildung. Und dann sieht man sich nochmal. Dann zeigen Sie mir mal richtig, was Sie können. Fast jeden Morgen als Besuch. Ja. Vielleicht treffen wir. Ah, nicht so zusammenzucken, Junge. Ah, das ist heute. Ja, super. Ja, läuft. Super. Ja.